Der Start ist Marisa Lamonchi geglückt. Kann noch mithalten, Lamonchi. Oh, sehr gut sogar, Lamonchi. Der erste Wechsel ist gut. Lea Sprunger mit großen Schritten. Wird jetzt überholt von der Jamaikanerin. Das braucht sie nicht zu beunruhigen. Der nächste Wechsel auf Kambunji. Auch der sah gut aus. Jamaika Kambunji ist vorne. Hält einigermaßen mit an vierter Position. Der letzte Wechsel. Kambunji auf Acho. Und diesmal hat es besser geklappt als bei den Weltmeisterschaften. Jamaika ist vorne. Jamaika gewinnt. Und Zeit ist gut. Die Schweiz vierte. 41,60, eine sehr gute Zeit. Das ist Meeting-Rekord, wurde eingeblendet. Und jetzt sind wir auf die Zeit der Schweizerinnen gespannt. Wo steht der Schweizer Rekord? Der steht bei 42,94. So, 41,60, Meeting-Rekord, Diamond League-Rekord. Dann die USA mit 41,83. Und die Schweiz? Ah, es wird kein Schweizer Rekord geben. Trinidad und Tobago 42,94, das wäre genau die Zeit des Schweizer Rekords. Und die Schweiz 3. Das ist ordentlich. Das wäre die Zeit, die beinahe gereicht hätte für den Finaleinzug in Peking. Damals waren es 43,09, die es hätte zu schlagen geben müssen. Vierter Rang für die Schweizerinnen, für das Quartett Lamonchi, Sprunger, Kambunji, Acho. Ein Quartett, das wir so nie mehr in Aktion sehen werden. Hier der Wechsel, der letzte der Jamaikanerinnen. Volles Risiko gegangen. Und schön, dass dieser Wechsel geklappt hat. Ist wichtig für die junge Acho. Sie weiß, es geht doch. Und Acho wird natürlich gebraucht in den kommenden Jahren, wenn dieses Staffelprojekt der Schweiz weiterhin Früchte tragen soll. Jamaika deutlich stärker als die USA. 23 Hundertstelsekunden vor den Amerikanern.